Kleiner Mann, ob du nun Bezirksanwalt, Richter oder Polizeichef bist, ich kenne deine kleinen dreckigen Witze und ich kenne deren Quelle, also halte besser deinen Mund. Nun, vielleicht kannst du nachweisen, dass ich 100 Dollar zu wenig an Einkommensteuer bezahlt habe, oder dass ich zusammen mit einer Frau eine Staatengrenze überschritten habe oder dass ich auf der Straße nett mit einem Kind geredet habe. Doch nur in deinem Mund nimmt jede dieser drei Behauptungen eine besondere Klangfarbe an, den schlüpfrigen, zweideutigen und gemeinen Klang einer niederträchtigen Tat. Und weil du nichts anderes kennst, denkst du, ich sei so wie du. Nein, kleiner Mann, ich bin nicht so wie du, und ich bin es in diesen Dingen auch nie gewesen. Es macht nichts aus, ob du das glaubst oder nicht. Sicherlich, du hast einen Revolver und ich besitze das Wissen. Die Rollen sind aufgeteilt. Du verheerst deine eigene Existenz, kleiner Mann, und zwar folgendermaßen. 1924 schlug ich eine wissenschaftliche Studie über den menschlichen Charakter vor. Du zeigtest dich begeistert. 1928 erzielte unsere Arbeit die ersten konkreten Resultate. Du warst hingerissen und nanntest mich einen Spiritus Rector. 1933 sollte ich in deinem Verlag diese Resultate in Buchform veröffentlichen. Hitler war gerade an die Macht gekommen. Ich hatte gelernt, dass er deshalb an die Macht kam, weil du dir einen Charakterpanzer angelegt hast. Du hast dich geweigert, in deinem Verlag mein Buch herauszubringen, weil es dir zeigte, wie du einen Hitler hervorbringst. Das Buch erschien dennoch und du zeigtest dich weiter begeistert, doch du versuchtest es totzuschweigen, denn dein Präsident hatte sich dagegen ausgesprochen. Er hatte ebenfalls den Müttern geraten, die Geschlechtserregungen ihrer Kinder durch Atem anhalten lassen zu unterdrücken. 12 Jahre lang schwiegst du dich über das Buch aus, das einst deine Begeisterung hervorgerufen hatte. 1946 wurde es wieder herausgegeben. Du nanntest es einen Klassiker. Noch immer bist du davon begeistert. Lange, angstvolle und ereignisreiche Jahre sind inzwischen vergangen, seit ich begann, dir zu vermitteln, dass nicht die Einzelbehandlung, sondern die Verhütung geistiger Schäden wichtig ist. 22 Jahre lang habe ich dich gelehrt, dass Menschen in diesen oder jenen Wahnsinn verfallen bzw. Gefangene dieses oder jenes beklagenswerten Zustands sind, weil ihr Körper und Geist unbeweglich geworden sind, weil sie weder Liebe spenden noch diese genießen können. Und zwar deshalb, weil sich im Gegensatz zu denen anderer Lebewesen ihre Körper im Liebesakt nicht zusammenziehen und entspannen können. Genau 22 Jahre danach sagst du deinen Freunden, dass nicht die Einzelbehandlung, sondern die Verhütung geistiger Schäden wichtig sei. Und wieder handelst du so wie seit Tausenden von Jahren. Du erwähnst das große Ziel, ohne gleichzeitig zu sagen, wie es erreicht werden könnte. Du vergisst, das Liebesleben der Massen zu erwähnen. Du möchtest geistige Schäden verhindern. Das kannst du so ohne weiteres sagen. Es ist harmlos und klingt vornehm. Doch du möchtest es erreichen, ohne das herrschende sexuelle Elend anzupacken. Du erwähnst es nicht einmal, das ist nämlich nicht erlaubt, und als Arzt bleibst du im Sumpf stecken. Was würdest du von einem Techniker halten, der zwar die Flugtechnik erklärt, doch die Geheimnisse des Motors und Propellers nicht zu lüften vermag? Doch genauso handelst du, du Techniker der Psychotherapie. Du bist ein Feigling. Du möchtest die Rosinen aus meinem Kuchen picken, doch die Dornen meiner Rosen verschmähst du. Reißt du nicht auch dreckige Witze über mich, den Propheten des besseren Orgasmus?
So ist es doch, kleiner Psychiater. Hast du nie die Klagen jung verheirateter Frauen gehört, deren Körper von impotenten Ehemännern vergewaltigt wurden? Oder von der Angst junger Leute, die barsten vor unerfüllter Liebe? Ist dir deine Sicherheit immer noch wichtiger als dein Patient? Wie lange noch tauscht du deine Würde gegen deine medizinische Pflicht ein? Wie lange übersiehst du noch einfach die Tatsache, dass deine Taktiken das Leben von Millionen kosten? Du stellst Sicherheit vor Wahrheit. Wenn du von dem Orgon hörst, das ich entdeckt habe, fragst du nicht, was kann es tun? Wie kann es Patienten heilen? Nein, du fragst stattdessen, hat er die Erlaubnis, seinen Medizinerberuf im Staat Maine auszuüben? Du weißt nicht, dass deine kleinen Lizenzen nicht mehr erreichen können, als meine Arbeit ein wenig zu stören. Verhindern können sie sie nicht. Du weißt nicht, dass ich als Entdecker deiner emotionalen Plage und deiner Lebensenergie überall auf der Erde gebraucht werde, dass mich niemand prüfen kann, der nicht mehr als ich selbst weiß. Kommen wir zu deinem Freiheitsrausch. Niemand, kleiner Mann, hat dich je gefragt, warum du nie Freiheit für dich erringen konntest oder, falls dies wirklich einmal der Fall war, warum du sie wieder sofort irgendeinem neuen Herrn geopfert hast. Hört ihn an, er wagt am revolutionären Aufstand aller Proletarier dieser Erde zu zweifeln, er wagt die Demokratie in Zweifel zu ziehen, nieder mit dem Konterrevolutionär, nieder mit ihm. Reg dich nicht auf, kleiner Führer aller Demokraten und Proletarier dieser Erde. Ich glaube, dass deine wirkliche zukünftige Freiheit mehr von der Antwort auf diese eine Frage abhängt, als von Zehntausenden von Resolutionen, die auf deinen Parteitagen eingebracht werden. Nieder mit ihm! Er beschmutzt die Ehre der Nation und der Vorhut des revolutionären Proletariats. Nieder mit ihm! Stellt ihn an die Wand! Deine Viva und Nieder mit ihm Rufe bringen dich nicht um einen Schritt deinem Ziel näher, kleiner Mann. Du glaubst, deine Freiheit sei gesichert, wenn du die Leute an die Wand stellst. Einmal wenigstens stelle dich selbst vor einen Spiegel. Nieder mit ihm, nieder! Warte für eine Minute, kleiner Mann. Ich möchte dich nicht kleiner machen. Ich will dir nur zeigen, warum du dich bis jetzt nicht der Freiheit bemächtigen oder sie gar wahren konntest. Bist du denn daran überhaupt nicht interessiert? Nieder, nieder, nieder! Also gut, ich werde mich kurz fassen. Ich werde dir erzählen, wie sich der kleine Mann in dir verhält, wenn du dich zufällig in einer Situation der Freiheit befindest. Nehmen wir an, du bist Student an einem Institut, das sich für Sexualhygiene bei Kindern und Jugendlichen einsetzt. Du bist über diese ausgezeichnete Idee begeistert und möchtest am Kampf teilnehmen. Dies also geschah an meinem Institut. Meine Studenten saßen an ihren Mikroskopen und beobachteten Erdbionen. Du befandest dich nackt im Orgon-Akkumulator. Ich ermunterte dich, an den Beobachtungen teilzunehmen. Daraufhin sprangst du nackt aus dem Akkumulator und stelltest dich inmitten der Mädchen und Frauen zur Schau. Ich tadelte dich sofort, doch du sahst es nicht ein. Ich meinerseits konnte deine Uneinsichtigkeit nicht verstehen. Später, in einer ausgedehnten Diskussion, gabst du zu, dass dies genau deine Vorstellung von Freiheit in einem Institut gewesen sei, das sich für Sexualhygiene einsetzt. Bald fandest du heraus, dass du nur tiefste Verachtung für das Institut und seine Grundkonzeption hattest und deshalb hast du dich unanständig benommen. Und noch ein Beispiel, um dir zu beweisen, wie du immer wieder deine Freiheit verspielst. Ich weiß ebenso gut wie du und alle anderen, dass du dich in einem ständigen Zustand sexuellen Ausgehungertseins befindest, dass du jeden Vertreter des anderen Geschlechts gierig anstierst,
dass du mit deinen Freunden über die Liebe nicht anders als in schmutzigen Witzen reden kannst. Kurz, dass du eine dreckige, pornografische Fantasie hast. Eines Nachts hörte ich, wie du und deine Freunde laut auf der Straße brüllten: Wir wollen Weiber! Wir wollen Weiber! Besorgt um deine Zukunft gründete ich Organisationen, in denen du dein Elend besser verstehen und etwas dagegen tun könntest. Du und deine Freunde kamen zu diesen Treffen in Massen. Warum, kleiner Mann? Zuerst dachte ich, es geschah aus einem ehrlichen, brennenden Interesse heraus, dein Leben zu verbessern. Doch sehr viel später entdeckte ich, was dich wirklich bewegte. Du dachtest, hier sei eine neue Art von Bordell, wo man schnell und billig ein Mädchen bekommen könnte. Nachdem ich das erkannt hatte, löste ich diese Organisationen auf, die dir ursprünglich helfen sollten. Ich tat es nicht deshalb, weil ich grundsätzlich dagegen bin, in den Zusammenkünften einer solchen Organisation ein Mädchen zu treffen, sondern weil du mit einer schmutzigen Fantasie herangingst. Deshalb wurden diese Organisationen zerstört und wieder einmal bliebst du im Sumpf stecken. Du wolltest etwas sagen? Das Proletariat wurde von der Bourgeoisie verdorben. Die Führer des Proletariats werden Hilfe bringen. Sie werden den ganzen Saustall mit eiserner Faust auskehren. Außerdem werden sich die Sexualprobleme des Proletariers von selbst lösen. Ich weiß, was du meinst, kleiner Mann. Genau das machten sie in deinem Vaterland der Proletarier. Das Sexualproblem sich von selbst lösen lassen. Das Resultat zeigte sich in Berlin, wo die proletarischen Soldaten die ganze Nacht Frauen vergewaltigten. Du weißt, das ist eine Tatsache. Deine Helden der revolutionären Ehre, die Soldaten aller Proletarier, haben dich für alle zukünftigen Jahrhunderte besudelt. Du sagst, solche Dinge seien doch nur im Krieg geschehen. Gut, dann werde ich dir noch eine wahre Geschichte erzählen. Einer, der sich als Führer ausgab und voll Begeisterung für die Diktatur des Proletariats war, zeigte sich auch begeistert über Sexualökonomie. Er suchte mich auf und sagte: Du bist großartig. Karl Marx hat dem Volk gezeigt, wie es wirtschaftlich frei sein kann. Du zeigst ihm, wie es sexuell frei sein kann. Du hast ihnen gesagt: Geht nur und fickt so viel ihr wollt. Alles wird in deinem Geist sofort zur Perversion. Was ich die liebende Umarmung nenne, wird in deinem Leben zum pornografischen Akt. Du weißt nicht einmal, wovon ich spreche, kleiner Mann. Deshalb fällst du immer wieder in den Sumpf zurück. Wenn du, kleine Frau, zufällig und ohne besondere Qualifikationen Lehrerin geworden bist, einfach weil du keine eigenen Kinder hattest, richtest du ungeheuren Schaden an. Dein Beruf ist es, Kinder zu führen und zu erziehen. In der Pädagogik heißt das, nimmt man sie ernst, zuerst die Sexualität der Kinder in die rechten Wege zu leiten. Und das tun zu können, um das tun zu können, muss man selbst zuerst erfahren haben, was Liebe ist. Doch du bist dick, ungeschickt und unattraktiv. Das allein reicht schon aus, um dich jeden schönen und lebendigen Körper mit tiefer und bitterer Abneigung hassen zu lassen. Ich tadle dich nicht deshalb, weil du dick und unattraktiv bist, auch nicht, dass du nie die Freuden der Liebe erlebt hast, Klammer, kein gesunder Mann würde sie dir schenken, noch, dass du die Liebe in den Kindern nicht begreifst. Ich tadle dich vielmehr dafür, dass du aus deiner Reizlosigkeit und deiner Liebesunfähigkeit eine Tugend machst und dass du mit deinem bitteren Hass die Liebe in den Kindern tötest, wenn du zufällig in einer progressiven Schule arbeitest. Das ist ein Verbrechen, hässliche kleine Frau. Die Gefährlichkeit deiner Existenz gründet darin, dass du gesunde Kinder in ihrer Zuneigung zu gesunden Vätern entfremdest, dass du die gesunde Liebe eines Kindes als ein pathologisches Symptom betrachtest. Deine Gefährlichkeit liegt in deiner Figur einer Tonne, deinem Auftreten und Denken einer Tonne, deiner Erziehungsarbeit eines dicken Fasses.
Sie resultiert daraus, dass du dich nicht bescheiden in eine kleine Ecke zurückziehst, sondern stattdessen versuchst, diesem Leben deine Tonnenfigur, deine Falschheit und deinen bitteren Hass aufzuzwingen, der sich hinter deinem unehrlichen Lächeln verbirgt. Und, kleiner Mann, weil du solche Frauen an deine gesunden Kinder heranlässt, weil du sie in gesunde Seelen, ihre Bitterkeit und ihr Gift träufeln lässt, bist du, was du bist, lebst und denkst, du so wie jetzt, ist die Welt so wie sie ist. Noch einmal, kleiner Mann, so siehst du aus. Du kamst zu mir, um zu lernen, was ich in harter Arbeit herausgefunden und für was ich gekämpft habe. Ohne mich wärst du ein kleiner, unbekannter, praktischer Arzt in irgendeiner kleinen Stadt oder Gemeinde geworden. Ich machte dich groß, indem ich dir mein Wissen und meine therapeutische Methode mitteilte. Ich lehrte dich begreifen, wie Freiheit unterdrückt wird, in jeder Minute des Tages und wie der Mangel an Freiheit genährt wird. Doch dann übernimmst du eine verantwortungsvolle Aufgabe als Repräsentant meiner Arbeit in irgendeinem anderen Land. Du bist frei im wahrsten Sinne des Wortes. Ich vertraue deiner Ehrlichkeit. Doch innerlich fühlst du dich von mir abhängig, weil du nicht viel aus eigener Verantwortung entwickeln kannst. Du brauchst mich, um Wissen von mir einzusaugen, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Du brauchst mich, um vorauszusehen und vor allem dich entwickeln zu können. All das gewähre ich dir sehr gerne, kleiner Mann. Ich verlange nichts zurück, doch dann erklärst du, ich hätte dich vergewaltigt. Du wirst lebendig im Glauben, frei zu sein. Doch Unverschämtheit mit Freiheit zu verwechseln, war schon immer das Merkmal von Sklaven. Indem du auf deine Freiheit verweist, weigerst du dich, Arbeitsberichte herauszugeben. Du fühlst dich frei, frei von Zusammenarbeit und Verantwortung. Und deshalb, kleiner Mann, bist du nun einmal so und siehst die Welt und sieht die Welt so aus. Weißt du, kleiner Mann, wie ein Adler empfinden würde, der plötzlich Hühnereier ausbrütet? Zuerst denkt er brütet kleine Adler aus, die einmal große Adler werden sollen. Doch aus den Eiern schlüpfen einzig kleine Küken. In seiner Verzweiflung hofft der Adler immer noch, die Küken werden sich schließlich doch noch als Adler herausstellen. Doch nein, am Ende sind es nur gackernde Hennen. Als der Adler dies herausfand, hatte er nicht wenig Lust, seinem Impuls zu folgen und all die Küken und gackernden Hennen aufzufressen. Einzig ein kleiner Hoffnungsschimmer hielt ihn davon ab. Die Hoffnung nämlich, dass unter den vielen gackernden Küken sich doch noch eines Tages ein kleiner Adler finden könnte, der sich zu einem großen Adler entwickeln würde, der so, wie er fähig wäre, vom luftigen Nest in die weite Ferne zu blicken, um neue Welten, neue Ideen und neue Lebensformen zu entdecken. Nur diese kleine Hoffnung hielt den traurigen, einsamen Adler davon ab, all die gackernden Küken und Hennen aufzufressen. Sie sahen nicht, dass sie von einem Adler ausgebrütet wurden. Sie erkannten nicht, dass sie auf einem steilen Felsen lebten, hoch über den dunstigen, dunklen Tälern. Sie schauten nicht wie der einsame Adler in die Ferne. Sie fraßen und fraßen und fraßen nur, was immer der Adler ihnen nach Hause brachte. Sie wärmten sich unter seinen mächtigen Flügeln, wenn es draußen regnete und stürmte und er dem Sturm ohne Schutz trotzte. Oder wenn es gefährlicher wurde, warfen sie auf ihn spitze kleine Felsen aus dem Hinterhalt, um ihn zu treffen und zu verletzen. Als er diese Boshaftigkeit gewahr wurde, war seine erste Regung, sie in Stücke zu zerreißen. Doch dann dachte er nach und begann, sie zu bemitleiden. Irgendwann einmal, so hoffte er, müsste unter den vielen gackernden, hineinschlingenden und kurzsichtigen Küken ein kleiner Adler sein, der so wie er werden könnte. Der einsame Adler hat bis heute diese Hoffnung nicht aufgegeben.
und deshalb brütet er weitere kleine Küken aus. Du möchtest kein Adler werden, kleiner Mann, und deshalb wirst du von den Geiern aufgefressen. Du fürchtest dich vor den Adlern, und so lebst du in großen Herden und wirst in großen Mengen aufgefressen. Denn einige deiner Küken haben die Eier der Geier ausgebrütet, und die Geier sind deine Führer gegen die Adler geworden, jene Adler, die dich in fernere, bessere Gegenden führen wollten. Die Geier lehrten dich, Aas zu fressen und mit nur ein paar Weizenkörnern zufrieden zu sein. Außerdem brachten sie dir bei, Heil, Heil, großer Geier, zu brüllen. Nun verhungerst und stirbst du in großen Massen und du hast immer noch Angst vor den Adlern, die deine Küken ausbrüten. Und all dies, kleiner Mann, hast du auf Sand gebaut. Dein Haus, dein Leben, deine Kultur und Zivilisation, deine Wissenschaft und Technik, deine Liebe und die Erziehung deiner Kinder. Du weißt es nicht, du möchtest es nicht wissen und du erschlägst den großen Mann, der es dir sagt. Du eilst ganz niedergeschlagen herbei und stellst immer wieder dieselben Fragen. Mein Kind ist hartnäckig. Es macht alles kaputt. Es schreit aus Albträumen auf. Es kann sich auf seine Schularbeit nicht konzentrieren. Es leidet an Verstopfung. Es ist bleich. Es ist grausam. Was kann ich tun? Hilf mir. Oder meine Frau ist frigide. Sie kann mir keine Liebe schenken. Sie quält mich, hat hysterische Anfälle, rennt mit einem Dutzend anderer Männer herum. Was soll ich tun? Sag es mir. Oder oh nein. Waren wir schon so weit? Nee, so weit waren wir noch mal lange nicht. Ja, hier waren wir schon. Lehrerin? Kinder? Adler? Auffressen. Ja, Hinterhalt. Hey, hey. Ah ja, hier, Seite. Was ist man denn jetzt endlich? Oh. Oder ein neuer, noch schrecklicherer Krieg ist ausgebrochen. Obwohl wir doch den letzten Krieg gekämpft haben, um alle Kriege zu beenden. Was sollen wir tun? Oder die Zivilisation, auf die ich so stolz bin, fällt aufgrund dieser Inflation in sich zusammen. Millionen Menschen haben nichts zu essen. Sie verhungern, morden, stehlen, verderben und geben jede Hoffnung auf. Was sollen wir tun? Was sollte ich tun? Was sollte man tun? Das ist eine immerwährende Frage durch die ganzen Jahrhunderte. Das Schicksal großer Errungenschaften, die aus einer Lebensweise geboren werden, die Wahrheit vor Sicherheit stellt, sieht so aus. Sie werden von dir gierig verschlungen und wieder ausgeschissen. Sehr viele große, mutige und einsame Männer haben dir schon seit langem gesagt, was du tun solltest. Immer wieder hast du ihre Lehren verkehrt, sie auseinandergerissen und zerstört. Immer wieder hast du sie am falschen Ende angefasst, hast den kleinen Irrtum anstelle der großen Wahrheit zum Leitfaden deines Lebens gemacht. Ob nun im Christentum, in der sozialistischen Lehre, in der Lehre von der Souveränität des Volkes, in absolut allem, was du angefasst hast, kleiner Mann. Warum du das tust, fragst du. Ich kann nicht glauben, dass deine Frage ernst gemeint ist. Du wirst Mordgelüste in dir fühlen, wenn du die Antwort hörst. Du bautest dein Haus auf Sand, weil du unfähig bist, Leben in dir zu fühlen, weil du die Liebe in deinem Kind tötest,
bevor es überhaupt geboren ist, weil du keinen Ausdruck von Lebendigkeit ertragen kannst, keine freie und natürliche Bewegung. Und weil du sie nicht ertragen kannst, erschrickst du und fragst, was wird Mr. Jones und was Richter Smith dazu sagen? Du bist feige in deinem Denken, kleiner Mann, weil wirkliches Denken von körperlichen Empfindungen begleitet wird und du fürchtest dich vor deinem Körper. Viele große Männer haben dir gesagt, geh zurück zu deinen Ursprüngen, hör auf deine innere Stimme, folge deinen wahren Gefühlen, kultiviere die Liebe. Aber du warst taub, denn du hast dein Gehör für solche Worte verloren. Sie verirrten sich in endlosen Wüsten, und der einsame Rufer geht in deiner schrecklichen Wüstenleere zugrunde, kleiner Mann. Du hattest die Wahl zwischen Nietzsches Erhöhung zum Übermenschen und Hitlers Erniedrigung zum Untermenschen. Du schriest Heil und wähltest den Untermenschen. Du hattest die Wahl zwischen der unverfälschten demokratischen Verfassung von Lenin und der Diktatur Stalins. Du wähltest Letztere. Du konntest zwischen Freuds Klärung der Sexualität als Kern der emotionalen Plage und seiner Theorie von der kulturellen Anpassung wählen. Du wähltest seine Kulturphilosophie, die dir in nichts einen Halt gibt, und hast seine Theorie über die Sexualität vergessen. Du hattest die Wahl zwischen der majestätischen Einfachheit von Jesua einerseits und dem von Paulus für seine Priester eingeführten Zölibat und dem für dich bestimmten lebenslänglichen Zwang zur Ehe andererseits. Du hast Zölibat und Zwangsehe gewählt und dabei die einfache Gottesmutter vergessen, die ihr Kind Christus aus reiner Liebe zur Welt brachte. Du hattest die Wahl zwischen Marx' Erkenntnis der Produktivität deiner lebenden Arbeitskraft, die allein den Wert der Kraft ausmacht, einerseits und der Idee des Staates andererseits. Du hast das Lebende in deiner Arbeitskraft vergessen und dich für die Staatsidee entschieden. Während der Französischen Revolution hattest du die Wahl zwischen dem grausamen Robespierre und dem großen Danton. Deine Wahl fiel auf die Grausamkeit und schickte Größe und Güte an den Galgen. In Deutschland hattest du die Wahl zwischen Göring und Himmler einerseits und Liebknecht, Landau und Mühsam andererseits. Du machtest Himmler zu deinem Polizeichef und brachtest deine wahren Freunde um. Du hattest die Wahl zwischen Julius Streicher und Walter Rathenau. Du hast Rathenau ermordet. Du hattest die Wahl zwischen Lodge und Wilson. Du hast Wilson ermordet. Du hattest die Wahl zwischen der grausamen Inquisition und der Wahrheit Galileis. Du hast den großen Galilei zu Tode gefoltert, indem du ihn der äußersten Erniedrigung auslieferst, profitierst, aber von seinen Entdeckungen. Im 20. Jahrhundert hast du wiederum die Inquisitionsmethoden zur vollen Blüte gebracht. Du konntest wählen zwischen der Diagnose geistiger Krankheiten und der Schocktherapie. Du wähltest die Schocktherapie, um nicht die gewaltigen Ausmaße deines Elends erkennen zu müssen, um blind zu bleiben, wo nur offene und klare Augen helfen können. Du hast die Wahl zwischen der Unkenntnis von Krebszellen und meiner Aufschlüsselung ihrer Geheimnisse, die Millionen von Menschen retten könnte und es auch wird. Du wiederholst immer noch die gleichen Dummheiten über Krebs in Wochenzeitschriften und Zeitungen und schweigst dich über das Wissen aus, dass dein Kind, deine Frau oder deine Mutter retten könnte. Du verhungerst und stirbst zu Millionen. Doch du bekämpfst die Mohammedaner wegen der Heiligkeit der Kühe, kleiner Mann aus Indien. Du gehst in Lumpen, kleiner Italiener und kleiner Sklave aus Triest. Aber alles, was dich kümmert, ist, ob Triest italienisch oder slawisch ist. Ich dachte, Triest sei ein Hafen für Schiffe aus aller Welt. Du hängst die
Hitler-Leute auf, nachdem sie Millionen Menschen getötet haben? Was dachtest du von ihnen, bevor sie das getan hatten? Reichen Dutzende von Leichen nicht aus, dich zum Denken zu bringen? Bedarf es erst Millionen davon, um deine Menschlichkeit aufzuwühlen? Jeder einzelne dieser kleinen Gemeinheiten beleuchtet das unendliche Elend des Tieres Mensch. Du sagst, warum nimmst du das alles so verdammt ernst? Fühlst du dich für alles und jedes Schlechte verantwortlich? Wenn du das sagst, verurteilst du dich selbst. Hättest du, kleiner Mann, von vielen Millionen nur ein bisschen Verantwortung übernommen, so würde die Welt anders aussehen und deine großen Freunde würden nicht an deiner Kleinlichkeit zugrunde gehen. Die Dinge sind deshalb so, weil du keinerlei Verantwortung dafür übernimmst, dass dein Haus auf Sand gebaut ist. Die Decke stürzt über dir ein, doch du hast eine proletarische oder eine nationale Ehre zu verteidigen. Der Boden bricht unter dir zusammen, doch immer noch schreist du, Heil, großer Führer, lang lebe die deutsche, russische, jüdische Ehre. Die Wasserrohre bersten, dein Kind ertrinkt, doch immer noch plädierst du für Disziplin und Ordnung, die du deinem Kind mit Stockhieben beibringst. Deine Frau liegt mit Lungenentzündung im Bett, doch du, kleiner Mann, bezeichnest das, was eine felsenfeste Erkenntnis ist, als ein Produkt jüdischer Fantasie. Du kommst angelaufen und fragst mich, mein guter, lieber, großer Doktor, was sollte ich tun? Mein Haus bricht zusammen, der Wind bläst durch alle Ritzen, Kind und Frau sind krank, ich auch, was soll ich tun? Die Antwort lautet, bau dein Haus auf einen festen Felsen. Dieser Felsen ist deine eigene Natur, die du ständig in dir tötest. Die körperliche Liebe deines Kindes, der Wunsch nach Liebe in deiner Frau, dein eigener Wunsch nach Leben, als du 16 warst, tausche deine Illusion gegen ein wenig Wahrheit ein. Jag deine Politiker und Diplomaten zum Teufel, vergiss deine Nachbar und höre auf das, was in dir ist. Auch dein Nachbar wird dir dankbar sein. Erzähle allen deinen Arbeitskameraden auf der ganzen Welt, dass du nur für das Leben arbeiten willst und nicht länger für den Tod. Statt dass du zu den Exekutionen deiner Henker läufst, schaffe lieber ein Gesetz zum Schutz menschlichen Lebens und menschlicher Güter. Solch ein Gesetz wird ein Teil des Felsens unter deinem Haus sein. Schütze die Liebe deiner kleinen Kinder gegen die Angriffe lüsterner, unbefriedigter Frauen und Männer. Verfolge die schwatzhafte Jungfer, stelle sie öffentlich bloß oder stecke sie in ein Erziehungsheim statt jener Jugendlichen, die sich nach Liebe sehnen. Versuche nicht länger, deinen Ausbeuter in der Ausbeutung zu übertreffen, wenn du in der Lage bist, Arbeit zu leiten. Wirf deine gestrefften Hosen und deinen Zylinder weg und frage nicht nach einer Lizenz, deine Frau umarmen zu dürfen. Setze dich mit Menschen anderer Länder in Verbindung, denn sie sind wie du, mit ihren guten und schlechten Seiten. Lass dein Kind aufwachsen, so wie die Natur, Klammer oder Gott, es geschaffen haben. Versuche nicht, die Natur besser zu machen, versuche vielmehr, sie zu verstehen, zu beschützen. Geh in eine Bibliothek anstatt zu einem Boxkampf und in fremde Länder statt nach Coney Island. Und als Wichtigstes, denke genau, höre auf deine innere Stimme, die dich leise anstößt. Du hast dein Leben in deinen eigenen Händen, vertraue es keinem anderen an, am wenigsten den gewählten Führern. Sei du selbst, viele große Männer haben dir dazu geraten. Hört euch diesen reaktionären kleinbürgerlichen Individualisten an. Er weiß nichts vom unerbittlichen Gang der Geschichte. Erkenne dich selbst, sagt er. Welch bourgeoiser Unsinn! Das revolutionäre Weltproletariat, geführt von seinem geliebten Führer, dem Vater aller Völker, aller Russen und Slawen, wird das Volk befreien. Nieder mit den Individualisten und Anarchisten. Und lang sollen die Väter aller Völker und aller Slaven leben, kleiner Mann. Hör zu, kleiner Mann, ich muss dir einige ernste Voraussagen machen. Ach, es ist schon wieder passiert.
Du fängst an, Herrschaft auf der ganzen Welt auszuüben und zitterst vor Furcht. In allen zukünftigen Jahrhunderten wirst du deine Freunde ermorden und den Führern aller Völker, Proletarier und aller Russen zujubeln. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahrzehnt für Jahrzehnt wirst du einen Herrn nach dem anderen feiern und gleichzeitig wirst du das Wehgeschrei deiner Babys nicht hören, das Elend deiner Heranwachsenden, die Sehnsüchte deiner Männer und Frauen. Und wenn du sie beachtest, wirst du sie als bürgerlichen Individualismus bezeichnen. All die Jahrhunderte wirst du Blut vergießen, wo doch Leben geschützt werden sollte, und du wirst glauben, dass du die Freiheit mit Hilfe des Henkers erlangen wirst. Auf diese Weise wirst du dich immer wieder im selben Sumpf befinden. Die ganzen Jahrhunderte wirst du den Angebern folgen und taub und blind sein, wenn dir das Leben dein Leben zuruft. Denn du fürchtest dich vor dem Leben, kleiner Mann. Dir ist Todangst davor. Du wirst es töten, im guten Glauben, dies dem Sozialismus, dem Staat, der nationalen Ehre oder dem Ruhme Gottes zuliebe zu tun. Es gibt eines, was du nicht weißt und nicht wissen willst, dass du allein dir dein ganzes Elend schaffst, Stunde für Stunde, Tag für Tag, dass du deine Kinder nicht verstehst und ihnen das Rückgrat brichst, bevor sie überhaupt eines entwickeln konnten. Dass du die Liebe wegnimmst, dass du habgierig bist und verrückt nach Macht, dass du dir einen Hund hältst, um auch Herr zu sein. Ganze Jahrhunderte hindurch wirst du deinen Weg verfehlen, bis du und deinesgleichen den Massentod der allgemeinen sozialen Verelendung sterben werden, bis die Abscheulichkeit deiner Existenz in dir einen ersten, schwachen Funken von Selbsterkenntnis aufleuchten lassen wird. Dann erst wirst du, langsam und tastend noch, lernen, nach deinem Freund, dem Mann der Liebe, der Arbeit und des Wissens, Ausschau zu halten, wirst du lernen, ihn zu verstehen und zu achten. Du wirst allmählich begreifen, dass die Bibliothek wichtiger für dein Leben ist als der Preisboxkampf. Ein nachdenklicher Spaziergang im Wald wichtiger als eine Parade. Heilen besser als töten. Gesundes Selbstvertrauen besser als Nationalbewusstsein. Und Bescheidenheit besser als patriotisches und anderes Gebrüll. Du denkst, der Zweck heiligt die Mittel, selbst die schlechten Mittel. Du irrst. Das Ziel liegt bereits auf dem Pfad, auf dem du zu ihm gelangst. Jeder Schritt, den du heute machst, ist bereits dein Leben von morgen. Kein großes Ziel kann mit niederträchtigen Mitteln erreicht werden. Du hast den Beweis mit jeder sozialen Revolution geliefert. Die Gemeinheit oder Unmenschlichkeit des Weges zum Ziel macht dich selbst gemein und unmenschlich und damit das Ziel unerreichbar. Aber wie soll ich dann mein Ziel der christlichen Liebe, des Sozialismus oder das der amerikanischen Verfassung erreichen? Deine christliche Liebe, dein Sozialismus und deine amerikanische Verfassung liegen in dem begründet, was du täglich tust, was du stündlich denkst, wie du deinen Partner umarmst und wie du dein Kind erlebst, wie du deine Arbeit als deine soziale Verantwortung betrachtest. Und inwieweit du es vermeidest, so zu werden wie der Unterdrücker deines Lebens. Doch du, kleiner Mann, missbrauchst die dir in der Verfassung gegebenen Freiheiten, um jene außer Kraft zu setzen, statt sie im täglichen Leben Wurzeln fassen zu lassen. Ich sah, wie du als deutscher Flüchtling die schwedische Gastfreundschaft missbraucht hast. Zu dieser Zeit fühltest du dich als Führer aller unterdrückten Völker. Erinnerst du dich an die schwedische Einrichtung des Smörgåsbord? Da werden allerhand Speisen und Feinschmeckereien serviert und es ist dem Gast überlassen, was und wie viel er nehmen will. Für dich war diese Einrichtung neu und fremdartig. Du konntest nicht verstehen, wie jemand der menschlichen Anständigkeit trauen könnte. Du erzähltest mir mit hinterhältigem Vergnügen, wie du den ganzen Tag gefastet hast
um dich abends kostenlos mit Essen vollzustopfen. Ich habe in meiner Kindheit gehungert, sagst du. Ich weiß, kleiner Mann, denn ich habe dich hungern gesehen und weiß, was Hunger ist. Doch du weißt nicht, dass du den Hunger deiner Kinder unendliche Male verlängerst, wenn du Smörgåsbord stiehlst. Du möchtegern Retter aller Hungrigen. Das sind Dinge, die man einfach nicht tut. Etwa Silberlöffel stehlen, eine Frau wegnehmen oder Smörgåsbord in einem gastfreundlichen Heim. Nach der deutschen Katastrophe fand ich dich halb verhungert in einem Park. Du erzähltest mir, dass die Rote Hilfe deiner Partei sich geweigert hat, dir zu helfen, weil du nicht deine Parteimitgliedschaft nachweisen konntest nach dem Verlust deines Parteibuches. Deine Führer aller Hungrigen unterscheiden zwischen roten, weißen und schwarzen hungrigen Menschen. Doch wir kennen nur einen hungernden Organismus. So also bist du in kleinen Dingen. Und so bist du in großen Dingen. Du machst dich daran, die Ausbeutung der kapitalistischen Epoche und die Verachtung des menschlichen Lebens abzuschaffen und volle Anerkennung deiner Rechte zu erlangen. Denn vor 100 Jahren gab es in der Tat Ausbeutung. Man verachtete das menschliche Leben und war undankbar. Doch man achtete auch die großen Leistungen, blieb dem Spender großer Dinge treu und erkannte seine Geschenke wirklich an. Und was hast du getan, kleiner Mann? Wo immer du deine eigenen kleinen Führer auf den Thron setztest, ist die Ausbeutung deiner Arbeitskraft noch akuter als vor 100 Jahren. Die Verachtung deines Lebens noch brutaler und niemand erkennt deine Rechte überhaupt an. Und dort, wo du noch versuchst, deine eigenen Führer auf den Thron zu heben, ist jeder Respekt vor der Leistung geschwunden. Stattdessen stiehlst du die Früchte der harten Arbeit, die deine großen Freunde geleistet haben. Du weißt nicht, was es bedeutet, ein Geschenk anzuerkennen, denn du glaubst, du könntest nicht länger ein freier Amerikaner, Russe oder Chinese sein, sobald du etwas anerkennen und achten müsstest. Was du zu zerstören unternimmst, gedeiht kräftiger denn je. Und was du wie dein eigenes Leben bewahren und beschützen solltest, hast du zerstört. Treue hältst du für sentimental oder kleinbürgerlich. Achtung vor der Leistung für sklavische Speichelleckerei. Du begreifst nicht, dass du dort kriechst, wo du nicht unterwürfig sein dürftest. Und dass du dort undankbar bist, wo Treue am Platz wäre. Du stehst auf dem Kopf und meinst, ins Reich der Freiheit zu tanzen. Du wirst aus deinem Albtraum erwachen, kleiner Mann, und dich hilflos am Boden liegend finden. Denn du stiehlst, wo man dir gibt und gibst, wenn man dich beraubt. Du verwechselst das Recht auf freie Rede und ungehinderte Kritik mit unverantwortlichem Geschwätz und billigen Witzen. Du möchtest kritisieren, aber du willst nicht selbst kritisiert werden und deshalb reißt man dich entzwei. Du willst dauernd angreifen, ohne dich einem Angriff auszusetzen, deshalb auch schießt du immer aus dem Hinterhalt. Polizei! Polizei! Ist sein Pass in Ordnung? Ist er wirklich Doktor der Medizin? Sein Name steht nicht im Who is Who und die Ärztekammer bekämpft ihn. Die Polizei wird hier nicht helfen, kleiner Mann. Sie kann Diebe fangen und den Verkehr regeln, aber sie kann dir nicht Freiheit verschaffen. Du hast deine eigene Freiheit selbst zerstört und zerstörst sie auch weiterhin mit unerbittlicher Beharrlichkeit. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es im internationalen Reiseverkehr keine Pässe. Du konntest überall hinreisen. Der Krieg für Frieden und Freiheit brachte Passkontrollen mit sich. Und sie belästigen dich wie Läuse. Wenn du in Europa etwa 300 Kilometer reisen wolltest, musstest du erst die Konsulate von 10 verschiedenen Nationen um Erlaubnis angehen. Und so ist es bis auf den heutigen Tag. Jahre nachdem der Zweite Weltkrieg, der alle Kriege beenden sollte, zu Ende ging. Und so wird es auch nach dem dritten und so vielten Krieg sein, der alle Kriege beenden soll. Hört euch das an, er besudelt meinen Patriotismus, den Ruhm und die Ehre der Nation. Bleibt doch ruhig, kleiner Mann, es gibt zweierlei Tonarten: das Sturmesheulen
um Bergesspitzen und deinen Furz. Du bist ein Furz und glaubst, nach Veilchen zu duften. Ich heile deine Neurosen und du fragst, ob ich im Who-is-who verzeichnet bin? Ich kenne die Ursachen deines Krebses und der Kleinen. Und der kleine Beauftragte deiner Gesundheitsbehörde verbietet mir, mit Mäusen zu experimentieren. Ich lehrte deine Ärzte, dich richtig zu diagnostizieren, und deine Ärztekammer zeigt mich bei der Polizei an. Du bist geisteskrank und sie verordnen dir Elektroschocks, so wie sie im Mittelalter Kette und Peitsche gebrauchten. Sei ruhig, teurer kleiner Mann. Dein Leben ist viel zu armselig. Ich möchte dich nicht retten, aber ich werde trotzdem ausreden, selbst wenn du in einem weißen Nachthemd und maskiert daherkommst, mit einem Strick in deiner grausam blutigen Hand, um mich zu hängen. Du kannst mich nicht hängen, kleiner Mann, ohne dich selbst aufzuknüpfen, denn ich stehe für dein Leben, dein Empfinden für die Welt, deine Menschlichkeit, deine Liebe und Schaffensfreude. Nein, du kannst mich nicht umbringen, kleiner Mann. Einst fürchtete ich mich vor dir, so wie ich vorher zu sehr an dich geglaubt habe, doch ich bin über dich hinausgegangen. Und nun sehe ich dich in der Perspektive von Jahrtausenden, ob in Vergangenheit oder Zukunft. Ich möchte, dass du deine Furcht vor dir selbst verlierst. Ich möchte, dass du glücklicher und anständiger lebst. Ich möchte, dass du einen Körper hast, der lebt und nicht starr ist. Ich möchte, dass du deine Kinder liebst, anstatt sie zu hassen. Dass du deine Frau glücklich machst, anstatt sie ehelich zu quälen. Ich bin dein Arzt. Und da du diesen Planeten bewohnst, bin ich ein Arzt für den ganzen Planeten. Ich bin kein Deutscher, kein Jude, kein Christ, kein Italiener. Ich bin ein Bürger der Erde. Für dich freilich gibt es nur engelgleiche Amerikaner und bestialische Japaner. Greift ihn, untersucht ihn. Hat er eine Lizenz zur Ausübung des Arztberufes? Erlasst ein königliches Dekret, dass er nicht ohne die Einwilligung des Königs unseres freien Landes praktizieren darf. Er stellt Versuche über meine Lustfunktionen an, sperrt ihn ein, werft ihn außer Landes. Ich habe mir selbst die Erlaubnis erworben, meiner Tätigkeit nachzugehen. Keiner kann sie mir geben. Ich begründete eine neue Wissenschaft, die endgültig dein Leben begreiflich macht. Du wirst von ihr Gebrauch machen in 10, 100 oder 1000 Jahren, wie du in Vergangenheit andere Lehren verschlungen hast, wenn du mit deinem Latein am Ende warst. Dein Gesundheitsminister hat keine Macht über mich, kleiner Mann. Er hätte nur dann Einfluss, wenn er den Mut aufbrächte, meine Wahrheit zu erkennen. Doch dieser Mut fehlt ihm. So kehrt er in sein Land zurück und erzählt, dass ich in einer amerikanischen Nervenklinik interniert bin und er ernennt einen nicht gerade fähigen Menschen zum Vorsitzenden der Aufsichtsbehörde für Krankenhäuser, der die Lustfunktionen dadurch zu leugnen versuchte, indem er Experimente fälschte. Ich aber schreibe für dich dieses Gespräch, kleiner Mann. Möchtest du noch mehr Beweise für deine offensichtliche Ohnmacht? Deine Machthaber, Beauftragte der Gesundheitsbehörden und Professoren konnten ihr Verbot, deinen Krebs zu erforschen, nicht durchsetzen. Ich fuhr gegen ihr ausdrückliches Verbot mit meiner Sezierarbeit und meinen mikroskopischen Forschungen fort. Ihre Reisen nach England und Frankreich, die dazu dienten, meine Arbeit zu untergraben, waren erfolglos. Sie blieben in der Pathologie stecken, über die sie noch niemals hinausgelangt sind. Ich aber habe dir mehr als einmal das Leben gerettet, kleiner Mann. Wenn ich meine Führer aller Proletarier in Deutschland an die Macht bringe, werden wir ihn an die Wand stellen.
Er verdirbt unsere proletarische Jugend. Er behauptet, das Proletariat leide genauso wie die Bourgeoisie an Liebesunfähigkeit. Er macht Bordelle aus unseren Jugendorganisationen. Er behauptet, ich sei ein Tier. Er zerstört mein Klassenbewusstsein. Ja, ich zerstöre deine Ideale, die dich deinen klaren Verstand und deinen Kopf kosten, kleiner Mann. Du willst deine große, unveränderliche Hoffnung nur im Spiegel sehen, wo du sie nicht greifen kannst. Aber allein die Wahrheit in deiner eigenen Faust wird dich zum Herrn über diese Erde machen. Werft ihn aus dem Land, er untergräbt Ruhe und Ordnung. Er ist ein Spion meiner Erzfeinde. Er hat ein Haus gekauft mit Geldmitteln aus Moskau, Klammer, oder war es Berlin? Du verstehst nichts, kleiner Mann. Eine kleine alte Frau fürchtete sich vor Mäusen. Sie war mein Nachbar und wusste, dass ich im Keller Mäuse für experimentelle Zwecke hielt. Sie fürchtete, die Mäuse könnten ihr unter den Rock und zwischen die Beine kriechen. Sie wäre frei von solcher Furcht, hätte sie jemals Liebe genossen. Eben an diesen Mäusen lernte ich deine Krebsfäulnis zu verstehen, kleiner Mann. Du warst zufällig mein Hauswirt und die arme kleine Frau bat dich, mich an die Luft zu setzen. Und du, mit all deinem Mut, deinem Reichtum an Idealen und Moralvorstellungen, setztest mich an die Luft. Ich musste ein Haus erwerben, um dort ungestört von dir und deiner Feigheit mit deinen Beobachtungen an Mäusen zu deinem Wohle, mit meinen Beobachtungen an Mäusen zu deinem Wohle fortfahren zu können. Was tatest du nach diesem Vorfall, kleiner Mann? Als ehrgeiziger kleiner Bezirksanwalt wolltest du den berühmt gefährlichen Mann dazu benutzen, weiter Karriere zu machen. Du behauptetest, ich sei ein Deutscher oder schon wieder mal ein russischer Spion. Du ließest mich ins Gefängnis sperren, aber es hat sich... Oh, Alter. Ich bin nicht da.